So, auch auf YouTube natürlich einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Minecraft. Wie geht euch das? Ich hoffe, euch geht's gut. Wir machen heute ganz spontan, also richtig spontan, selbst mein Penis ist erschrocken, wie spontan wir heute unterwegs sind, eine Höhlentour. Das wusste tatsächlich nicht mal der Chat, bevor es jetzt hier gerade losging. Wir machen heute eine Höhlentour. Ich habe Bock auf Diamanten. Ich will Diamanten suchen. So, ich vernichte mal die Enderperlen, die 13, die wir geklaut haben. Pack die Feuersteine da mal rein. Den Tageslichtsensor hast du auch geklaut, oder? Oh, ja, warte, den vernichte ich auch gerade mal. Tech Justice, dankeschön für 10 gegiftete Subs. Was ist da los heute? Vielen, vielen Dank. Pure Gönnerlaune. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ich ziehe meinen Hut vor diesem Support. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Dankeschön, Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. So, ich vernichte gerade mal kurz den Tageslichtsensor. So. Den Rahmen packen wir mal. Wir haben doch bestimmt hier noch Kisten, wo kein Rahmen drauf ist. Ja, siehst du mal, guck mal. Guck mal hier, ist da schon was drin? Nein, drin, nein, drin. Ist da vorne nicht irgendwo Stein drin? Wann gibt's eigentlich wieder Loot und Naschen-Unpacking auf YouTube? Baram, das Problem ist, ja, lustige Geschichte. Ich wollte eigentlich noch ein Video zu machen. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, die Vanasch die Weltbox kam. Gestern. Und das war eine sehr schokoladische, schokoladische Ausgabe der Vanasch die Weltbox. Ist die Box jetzt ein riesen Schokoriegel? Ja, so kann man es auch sagen, ja. Es ist schwierig. Es ist einfach komplett, Matsche einfach alles. Das esse ich auch. Also ich kann es nicht essen. Also da sind so zwei, drei Sachen drin, aber das ist halt wirklich nur so Gummizeug. Aber das, also den ganzen Schokoladenkram, den kann ich halt nicht essen. Es tut mir leid. Also das Zeug ist halt alles flüssig. So, und das ist halt ein Problem. Deswegen, also solange es so heiß ist, kannst du sowas halt echt vergessen. Ich habe mir überlegt, ich werde mal ins Loop hier bei uns fahren. Da gibt es so einen amerikanischen Shop. Da werde ich mal ein paar Sachen einkaufen, um mal ein Video zu machen. Aber was kaufen, was dann hierher geschickt wird, ist im Sommer, glaube ich, eine echt schlechte Idee. Ich glaube, das ist nicht so gut. Das ist, ja. Ist vielleicht nicht die beste Idee. Aber du hast recht, tatsächlich müsste ich endlich mal wieder ein paar Klemmbaustein-Videos aufnehmen. Ja, ja. Die Loot-Chest kam gestern an. Auch gestern. da muss ich das Video noch zu aufnehmen. Mal gucken, ob ich das schaffe. Heute nach dem Stream wahrscheinlich nicht, aber morgen wahrscheinlich. Ja. Nur so zwei, drei Geschichten habe ich noch zum Unboxen. Und auch zwei, drei Klemmbaustein-Videos tatsächlich. Ja. Jawohl. So, warte mal. Fackeln. Wir hatten da vorne in der Kiste, glaube ich, noch ein paar Fackeln. Beziehungsweise. Warte mal. Glück, Reparatur, Effizienz, Haltbarkeit. Die Glücksspitzhacke würde ich gerne noch mitnehmen. Fackeln nehmen wir auch mal mit. Wir brauchen eigentlich nur einen Pfeil. Mehr brauchen wir nicht. Den Bogen konnten wir, glaube ich, nicht reparieren, ne? Weil er zu teuer war oder weil wir den Bogen nicht raus hatten? Ich bin einfach ein Talent, was das angeht, ne? Schon geil. So, warte mal. Wo war denn jetzt der Bogen? Let me look. Haben wir keine Bögen mehr oder was? Was ist das denn? Muss ich mir jetzt extra einen neuen Bogen craften? Wo kommen wir denn da hin? Oh boy. Scheinbar schon, ne? Oder womit kann man den Bogen noch reparieren? Mit was für einem, Item? Holz oder was? Was nimmt man da? Ich mache den Ventilator wieder aus. Nicht, dass ich mir hier wieder die Kränke hole. Seide. Ja, das könnte sein. Ich probiere mal. Borg dir doch an. Hui. Spannend. Nee, auch nicht. Hm.
Ich will den Bogen halt eigentlich ungern verlieren. Ne? Wir bauen uns mal gerade einen neuen aus. Woraus baut man einen Bogen nochmal? Oh Gott, ich bin einfach so. Ah, oh, es fehlt ein Stock. Pisse. Nein, nein, nein. So, warte mal hier, zack. Hier. So, warte. Ich mach mal einen Bogen fit. Geht nur mit einem anderen Bogen, laut Wikion. Das ist so teuer, ne? Nein. 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 Okay. Ihr wisst, was das heißt. Hier ist nicht genug. Kann man nicht machen. Hier sind einfach zu wenige. Verdammt. Hatte da nochmal Glück gehabt, wa? Ich gieße mal kurz die Eier hier rein. Ich komme da ein Küken raus, was wir töten können. War nur ein Spaß. Entspann dich. Aber ich fütter die gerade. Mit 6 Dingern? Wen soll ich denn da füttern? Okay, wir müssen gleich nochmal kurz in die Mühle. Ach, scheiße. Komm mal her. Oh, wie sie da stehen. Guck mal. Na, oh, süß. Cute, cute. Oh, kleine Chicken McNuggets. Oh. Okay, warte. Verdammt. Da! Ich weiß mich zu verteidigen. Ich meine, Schafe haben wir halt auch immer noch sehr viele, ne? Warte. Oh, guck mal. Oh, guck mal. Oh, stellt euch ruhig. Schon böse irgendwie, ne? Also komm. Sag mal, steckt ihr fest da hinten? Was ist denn mit euch? Oh, sie wollten nur bumsen und sie fanden den Tod. Oh. Kleine dumme Schäfchen. Oh. Wie, das war's schon. Scheiße. Ah, drinnen geblieben. Oh, Hilfe. Alter, die zerquetschen sich. Geil, brauche ich sie nicht mehr umbringen. Ja, wir gehen mal ganz kurz. Wir gehen mal ganz kurz Stuff holen hier. Warte mal. Wir brauchen auch noch Karotten für die Schweine. Haben wir was im Briefkasten? Feder und ein Stein. Hä? Ich flieg da eben hin, ist mir egal. I don't care. I love it. I crashed my car into the bridge. Hier, ich pack mal ein bisschen Weizen da drüben rein. Wir packen da mal ein paar Karotten drüben rein. Wir packen da mal ein bisschen was an Samen hihi drüben rein. Vorher paaren wäre schlau gewesen. Ja, Schafe haben wir eh zu viele, also von daher, das passt schon. Kann hier noch jemand? Nein. So. Aber die Kühe wollen. Sie sind willig. Für mehr willig und los. 2,50 Meter und arbeitslos. Schönen guten Tag. Okay. Ich jump da mal ganz kurz rein. Moin. Pam, 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 pam. Oh, Schweineliebe. Oh, ja. Oh, sind da hinten noch welche? Stecken die noch irgendwo fest? Nee, ne? Alles gut. Okay. Dann nochmal ganz kurz zu den Hühners. Weil die haben wir, glaube ich, eben erst, ne? Ich glaube, so viele Hühner haben wir hier gar nicht. Wie sieht der da aus? Ah, doch, so ein paar sind da noch. Das eine Hühnchen da hinten will nicht, aber das sind wieder super viele Eier. Wie viele Eier legen die denn hier bitte? Ist ja der Hammer. Junge, Junge, Junge.
ist denn mit denen? Sehr motivierte Hühner auf jeden Fall. Hui, ein Huhn. Hui, ein Ei. Hui, ein Huhn. Nice. Sehr geil. Ich meine, wir könnten unsere ganzen Eier da theoretisch gesehen noch reinballern, aber... Ach komm, so ist ganz ehrlich. Scheiß drauf. So, ich pack mal das Hammelfleisch mit dazu. Und die Wolle. Wieso lache ich? Das ist nicht lustig eigentlich. Okay, es hat ein bisschen was gebracht, aber nicht wirklich viel. Wir checken mal gerade ganz kurz die Öfen und gucken mal, ob da noch irgendwas drin ist. Warte. Und derzeit bedanke ich mich bei Kokoskuppel für 100 Bits. Vielen Dank. Bei CapT für 53 Monate. Bei Rob180 Dart für 190 Bits. Dankeschön. Bei Icke Berlin für 2 Monate. Ich bedanke mich bei... bei Icke Berlin für 2 Monate habe ich schon. Bei Princess Mini für 7 Monate. Bei der Sterni für einen neuen Prime Sub. Vielen Dank. Und bei Troller Joe Zili. Dankeschön auch an dich. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ja, ich glaube schon. Dankeschön für deinen Raid BZW Host. Vielen Dank. Dankeschön. Ich danke dir vielmals. Was habt ihr Schönes im Stream gemacht? Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß gehabt. Hör mal. Maximalen Spaß. Also pass auf, ich muss mal mein Seil verstauen. Hier. Also mein Faden. Ich bin nämlich jetzt neuerdings DJ. Ich bin immer am Ausfaden. Faden. Ausfaden. Ach egal. Lass mir das kommen. Lass mir das. Ist vollkommen. Ist schlimm. Ich gehe nochmal schlafen. Haben wir irgendwo was drin, ne? Komm schon, ich brauch Stuff. Oh ja. Geil, Fleisch. Ah, verdammt. Haben wir hier nicht Fleisch drin zum Braten? Ja, geil, guck mal. Roher Kabel, ja. Das können wir auch alles brutzeln hier, glaube ich, ne? Was ist das? Gebratenes Schweinefleisch? Das ist alles gebrutzelt, okay. Alles auf. Ja, gut. Die Troller sind jetzt hier und du bist der perfekte Abend. Was für Abschluss für den Tag. Oh, dankeschön. Freut mich. Für diesen sehr warmen Tag auf jeden Fall. Dankeschön. Dankeschön und herzlich willkommen. Und wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet einen ganz fantastischen Stream gehabt. Immer. So. Kohle. So, pass auf. Oh, geil. Das tat gut jetzt, dass ich das auf Anhieb hinbekommen habe, ne? Boah. Satisfying, Digga. So, hier rein. Reiner Winkler. Ja, keine Ahnung, ich pack's trotzdem da rein. Egal. Bastjo. Okay, das brutzelt jetzt alles wunderbar. Sehr schön. Dann gehen wir nochmal runter und brutzeln. Was bräuchten wir da? Was bauen wir eigentlich noch so? Wir sind hinten noch... Wir müssen nochmal wieder nach unserem Dorf gucken, aber ich glaube, der Chunk ist eh nicht geladen, ne? Das heißt, von daher ist es vollkommen egal. Glaube ich. Oder? Es müsste vollkommen egal sein. Kohle. Müsste das Dorf mal einrichten. Ja, ich habe schon so ganz viele auf Instagram, so ganz viele Dings abonniert. So Kanäle, wo Einrichtungen zeigen und wie man sowas bauen kann. Ich weiß mittlerweile, wie man ein ziemlich cooles Bett bauen kann. Das müssten wir dann irgendwann bei Gelegenheit mal machen, tatsächlich. Ja. Aber heute machen wir mal Höhlentour. Wir gehen noch ein bisschen auf Höhlentour, ich hab Bock. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht, mal ein bisschen Abwechslung. Ja. Ich guck gerade, wie viel Grad wir draußen haben. Wir haben 27. Die habe ich hier drinnen bestimmt mittlerweile auch. Das heißt, ich kann bald das Fenster aufmachen. Geil. Also ich Weizenkörner mitgenommen. Penis. Ich lasse die mal hier. Wir gehen natürlich wieder in unserer wunderschönen kleinen Knöpfchenwelt auf Tour. Ich pack die mal hier rein einfach, ne? Das passt schon. Ja, wir gehen in der Knöpfchenwelt auf Tour. Wir haben Fleisch dabei. Ja, wir haben genug Fleisch dabei. Mehr als genug. Wir haben Stöcker dabei. Wir nehmen mal noch unsere Sugarkiste mit. Das ist die hier hinten. Das ist unsere Unterwegskiste sozusagen. Die packe ich mal noch ein. Und dann, ich brutzel einfach mal ein paar Steine, ja? Ich baller einfach Steine da hinten in die Öfen und dann passt das schon.
Wir werden sie schon für irgendwas brauchen. Die Kiste dürfte eh leer sein da oben, glaube ich, ne? Jo. Ich pack die mal da rein. Die werden jetzt wahrscheinlich eh nicht brutzeln, weil wir nicht hier sind. Aber wenn wir mal wieder hier sind, dann fackeln man die vor sich hin. Ansonsten kickt der Axel danach, wa? Der Axel kickt sich das an. Digga, und wenn das Ding nicht fackelt, dann kriegt er auf die Fresse, Digga. Ich bin der Axel. So, pass auf, dann packe ich die Stöcke, packe ich auch nochmal hier rein. Und dann nehmen wir den Rainbow, den Rainbow, ja. Bogenkarte, wunderbar. Okay. Passt, let's go. Wir ziehen in die Welt. Nein, in diese Welt. Plonk. Grüß Gott, miteinander, herzlich willkommen. Ach, es hat immer schön. Guck mal hier ins Nasse rein. Ach, boah, das würde ich jetzt auch gerne machen, ne? Boy, würde ich jetzt auch gerne. Ja, das Pfeifelied. Juhu. Würde ich jetzt hier auch gerne im Wasser einfach sitzen und, keine Ahnung, irgendwas trinken und einfach nur da sitzen und nichts tun. Wobei, Stream wäre schon geil, aber halt im Wasser sitzen. Boah, guck dir dieses Wasser an. Es ist so angenehm. Boah. Wenn ich endlich Twitch-Millionär bin, kaufe ich mir ein Haus mit eigenem See. IMW, Dankeschön, IMW, vielen Dank. Vielen Dank für deine 10 gegifteten Subs. Ich danke dir vielmals, Dankeschön. Vielen Dank, Dankeschön. Liebe geht raus, Dankeschön. Welchen Shader verwendest du? Wir verwenden dieses Iris-Paket. Ich müsste eigentlich mal so sitzen, ne, dass mein Rücken und mein Nacken nicht dauernd wehtun. Aber wie setzt man sich denn so am besten hin? Ich sitze immer so komisch da. So müsste ich eigentlich mal sitzen. Ich setze mich mal so hin. Oh. Vielleicht bräuchte ich mal einen Analplug, dass ich gerade sitze. Ich liebe die Reaktion vom Chat. Ich liebe sie einfach. Ich liebe die Reaktion vom Chat immer. Ach, schön. Oh, jetzt muss ich meinen Ventilator wieder anmachen. Jetzt muss ich meinen Ventilator wieder anmachen, mir ist warm. Warte mal, lass mal in eine andere Richtung laufen. Hier vorne waren wir ja schon. Ich liebe diese Reaktion immer. Ach, toll. Da krieg ich direkt Husten. So. Let's go. Was sagst du zu der Diagnose von Haller? Ja, übel, ne? Richtig heftig. Warum, das haben so viele im Moment gerade, ne? Ich weiß nicht, was das ist. Das sind sehr viele Fußballer, die das gerade haben und ich weiß nicht, warum. Aber gute Besserung natürlich, ne? Gute Besserung gewünscht an dieser Stelle. Ich hoffe auf schnelle Genesung. Vor allem für Dortmund halt auch richtig scheiße einfach jetzt. Aber, ne, rein sportlich gesehen ist es jetzt eh erstmal wurscht. Darum geht es jetzt erstmal gar nicht, aber trotzdem natürlich ein Schocker, ein Schock natürlich, ne? Die Karte ist für den Arsch. Ich weiß nicht, welche es ist, aber haben wir nicht? Wo haben wir denn unsere Karte? Warte mal, lass mich nochmal ganz kurz gucken. Habe ich die hier irgendwo in der Kiste? Schraub es dir gleich. Foxy Media an, bitte, was? Was? So, haben wir das in der Kiste hier irgendwo? Wo habe ich denn die scheiß Karte schon wieder gelassen? Da kriegst du doch schon wieder zu viel. Ist doch zu... Ach, das ist doch wirklich zum Jieten, sag mal. Wo habe ich die Karte gelassen? Ist das diese hier? Ich darf die hier noch nicht aufmachen. Ich muss die drüben aufmachen, glaube ich. Ah, das ist die Karte. Alles klar. Wir könnten uns noch theoretisch gesehen ein Banner mitnehmen. Ach, scheiß drauf, komm. Lass einfach durchziehen. Nee, ich will ein rotes Banner mitnehmen. Tut mir leid. Es tut mir leid. Ich will ein rotes Banner mitnehmen. Falls wir, hier, guck mal, falls wir was Geiles sehen, will ich es markieren. Wie so ein Rüde. So. Okay, wir laufen in diese Richtung hier vorne. Ich glaube, das müsste passen, oder? Diese Richtung? Ja, geil. Rein da. Nice. Ein Bett. Haben wir... Ach, das ist doch wirklich so...
Ich schlachte ein paar Schafe unterwegs, das passt schon. Musst du die Banner nicht noch benennen? Werden die nicht, also werden die angezeigt auf der Karte, wenn, also die haben halt dann keinen Namen, ne? Richtig, aber die werden schon angezeigt, oder? Mega vorbereitet, ja, überhaupt nicht. Die Tour heute hier ist komplett spontan. Chrissy109 Gaming, Dankeschön für deine 5 Euro, für dein Haus mit eigenem See oder für den Plug. Huch. Lul. Ja, gut. Und Paddy1982 ist mit 2 Prime-Subs drin? Hä, das ist bestimmt ein Anzeigefehler, oder? Geht ja gar nicht. Das geht doch gar nicht. Wie soll das denn gehen? Dankeschön auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Und The Let's Genesis. Dankeschön auch an dich für deinen neuen Prime-Sub. Herzlich willkommen. Und Wilfried von Speckwurst. Dankeschön für 22 Monate. Wishi1812. Dankeschön für deinen neuen Prime-Sub. Herzlich willkommen. Und Sora Toshiro Live, Dankeschön auch an dich für deinen Host. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Herzlich willkommen. Ich hoffe, wenn du gestreamt hast, ihr hattet einen wunderbaren Stream gehabt. Und ganz viel Spaß. Was habt ihr schon bis gemacht? So. Wir laufen einfach mal in diese Richtung und gucken, was passiert. Boah, die Bäume sehen aber nice aus hier. Guck mal. Hä, die sehen voll anders aus, die Blätter. Haben sie die überarbeitet oder ist das vom Shader? Hä? Die sehen anders aus als sonst, oder? Ich glaube, die wurden überarbeitet. Ich glaube, die wurden überarbeitet, nicht? Sehe ich das richtig? Vom Shader wahrscheinlich, ja, ne? Ich glaube auch. Okay, haben wir hier irgendeine geile... das ist aber... Aha, da unten schwimmt mein Bett. Stehen geblieben, du... Oh, ist das tief? Oh Gott, Hilfe. Boah, ist das tief. Alter, guck dir das an hier. Wow. Komm, ich rette dich. Scheiße, hat nur ein Wolle dabei gehabt. Verdammt nochmal. Kein Verlass mehr auf diese Schafe, ne? IMW, Dankeschön für 5 gegiftete Subs. Für weitere 5. WTF, Dankeschön. Vielen, vielen Dank. IMW, ich danke dir vielmals. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ja, wo gehen wir denn jetzt lang? Warte mal. Lass mal an den Rand von der Map hier schwimmen. Aber hier lang wäre das. Ich muss auftauchen. So. Dann mal kurz orientieren. Hier geht's zum Dschungelgebiet. Das ist auch geil hier, ne? Da könnte man so eine coole... Ne, wobei, eine Brücke könnte man hier nicht bauen. Das wäre, glaube ich, zu groß. Aber ist schon schön hier. Deckt die Karte auf, wenn ich nicht die Karte in der Hand habe? Deckt er die auf, wenn ich die nicht in der Hand habe? Lass mal kurz checken. Alter, IMW, was ist denn mit dir? What? Dankeschön! Vielen, vielen Dank für insgesamt mittlerweile 20 gegiftete Subs. What's going on hier? Vielen, vielen Dank. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ist das eine Höhle? Das ist ja schon geil hier, ne? Ich mach mal Fackelshow. Gute Mosche. Gute Moje, was ist denn hier los? Hallo. Wir bräuchten einen Schwamm. Wir bräuchten einen Schwamm und mit diesem Schwamm könnten wir tatsächlich hier das Wasser wegmachen. Oh. Es funktioniert nicht, die Fackel in der anderen Hand zu halten, oder was? Hä? Warum nicht? Warum geht das nicht? Okay, warte. Ich würde die Kohle gerne mitnehmen, weil die Kohle, Erfahrungspunkte bringt. Plonk. Ja, ja, ist ja gut. Jetzt ersauf man nicht bitte, wir brauchen dich noch. Stay with my honey. Don't die, please. Would be amazing if you don't do it. So, and now... Toll.
Ja, ist scheiße hier abzubauen. Scheiß drauf. Nein! Hilfe! Ich stecke fest. Und jetzt wird es auch noch dunkel draußen. That's a bit wet. Okay, lass uns woanders abbauen. Beziehungsweise... ja, eine Tür craften hätte ich auch machen können, das stimmt. Das Problem ist halt jetzt, ich habe jetzt halt auch kein Bett, ne? Das ist, und jetzt nochmal ein Schaf zu viel. Aber hier draußen geht das, glaube ich, auch mit der Lampe nicht, ne? Wenn ich das in der zweiten Hand habe, irgendwie... Hier geht's. Aber in der zweiten Hand will er irgendwie nicht so wirklich. Warum auch immer. Was ist denn das da vorne? Seht ihr das? Ist das... Jetzt will ich da hinschwimmen, aber ich habe Angst, dass es so eine komische Festung ist und ich die auf die Fresse kriege. Ich glaube, das ist eine Unterwasserfestung da vorne, oder? Oder Seegras, könnte auch sein. Lass mal hinschwimmen. Ich möchte wissen, was das ist. Zu groß, okay. Ich habe zwei Fackeln, ich weiß mich zu verteidigen. Hä? Ist das ein Schiff, ein gesunkenes? Gesunkenes? Jo, das ist, glaube ich... Cool, aber hier ist doch bestimmt irgendwo eine Kiste, oder? Voll geil. Moin, moin, ihr Landratten. Wow. What? Look at me, I'm stealing all of it. Oh nein, ich komme nicht mehr raus. Ich sterbe. Ich sterbe. Wow. Hui. Knappe Kiste. Knappe Kiste. IMW, was ist denn mit dir los, Alter? Was zur Hölle? Was zur Hölle? Alter. Vielen, vielen Dank. Was zum Teufel, Mann? Erst 20, jetzt 50 nochmal. Was ist denn los mit dir? IMW, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir vielmals. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön für deine 50 gegifteten Subs. What is denn los mit dem... Was ist denn los mit dem Boy? WTF, wenn ihr einen Geschenksab bekommen habt, bitte bedankt euch, ne? Egal von wem übrigens. Sagt mal fett, danke und so, ne? Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir vielmals. Von ganzem Herzen, Dankeschön. So, pass mal auf. Ich esse mal gerade was. Da müssen wir doch nochmal runtergehen. Ich glaube, oder ich könnte mir vorstellen, dass da unten noch mehr Action ist. Ich würde aber gerne, ich würde das gerne. Ich würde gerne ein paar Veränderungen an diesem Schiff vornehmen. Beziehungsweise glaube ich gar nicht mal, dass hier noch irgendwas groß ist, ne? Ich glaube, hier haben wir tatsächlich alles schon gesehen, aber man kann wahrscheinlich noch weiter runtertauchen. Würde ich jetzt mal behaupten. Und da unten noch ein paar spannende Dinge entdecken, oder? Hier geht's doch bestimmt noch irgendwo rein. Ich nehme die Fackel aus der anderen Hand, die nervt ein bisschen. Oh ja, da ist eine Tür. Oh geil, die baue ich gleich ab. Kriege ich hier Luft? Oh! Noise! Das ist noch eine Kiste. Papier, Papier, Schatzkarte. Zeig mal. Wo? Okay, woher soll ich wissen, wo das jetzt ist, wenn ich fragen darf? Ist hier noch was? Ah, das ist noch draußen, okay. Ich nehme mal die Tür mit, ne? Wir können die, glaube ich, ganz gut gebrauchen gerade. So. Ciao, Kakao. Okay, da vorne ist Kohle an der Wand, die holen wir uns. Kohle an die Wand. Wir haben dich längst erkannt. Das ist die falsche Karte. Jetzt muss ich aufpassen mit den Karten, jetzt haben wir so viele dabei, ne? Da will ich hin. Wer suche, der findet. Okay.
Aber das ist doch bestimmt, das ist meistens, also ich könnte mir vorstellen, dass das nicht weit weg ist, glaube ich, ne? Das wird hier irgendwo, boah, wie geil, guck mal. Alter. Das ist ja geil. Ist das hier, geht das hier tief runter? Wisst ihr, was cool wäre, was es hier gäbe, wenn es hier Wale gäbe? Ich würde es feiern, wenn es hier Wale geben würde. Das wäre echt cool. Oh, guck mal, crazy. Uah, was ist das? Hilfe. Warte mal, wir nehmen das hier mal mit. Bringt das auch Erfahrungspunkte eigentlich? Nee. Da schwimmt doch gerade ein... Da ist ja schon ein... Weißt du? In Fachkreisen nennt man sowas Mobbing. Arschlöcher. Soll ich diesen Vogel töten? Hm? Soll ich ihn töten? Ruckizucki ist der Vogel tot. Vom Wal getötet. So, warte mal. Das sieht doch nicht schlecht aus hier. Guck mal, wo wir hier sind. Moin. Wie geht's dir? Ich muss schon wieder was essen. Oh, guck mal, der Vogel kommt hinterher. Oh, jetzt kann ich ihn gleich aus Versehen töten und sagen, oh, der ist mir in den Bogen gesprungen. Mann, oh, der Arme.